hinter der virtuellen Sonne. Beim letzten Mal haben wir uns hier zu diesem Ort durchgekämpft. Dieses Mal muss ich Skype starten, weil meine Frau sonst durchdreht und mir die Augen rauslutscht. Okay. Und dann geht's ab in den Sumpf, würde ich sagen. Just in this moment hingesetzt. Hi, die Schnurrbitte. Ich nehme gerade auf. Das dauert jetzt noch ungefähr 12 Minuten. Was? Ich nehme gerade auf. Das dauert noch ungefähr 12 Minuten. Mhm. Äußerst lovely sind sie, Frau Schnurrbitte. Ich habe auch gegessen, aber ich spiele eine Runde Hearthstone. Ja? Jo. Okay, Frau Schnurrbitte. Dann bis gleich. Bis gleich, Frau Schnurrbitte. Boy. Boy. Okay, wir müssen uns hier schnell durchbewegen durch das Gebiet. Ich versuche mich hier rechts um diese Ecke zu bewegen, damit der Typ aufhört, mich zu jagen. Ist mir nicht gelungen. Mir fällt gerade was ein. Das Sellsword-Set bekomme ich hier vorne. Der Typ ist ziemlich schnell und will nicht so recht locker lassen. Das Set möchte ich, vielen Dank. Und hier unten befindet sich das Hellsword Krummschwert, das Söldner Krummschwert. Hier hinter mir sieht man einen schwarzen Ritter, der mich one-shotten wird, wenn er mich trifft. Und hier haben wir eine Kohle bekommen, vielen Dank. Beziehungsweise eine Blüte, das ist eigentlich. Oh, das war knapp. So, wir haben das erhalten, was wir wollten. Bewegen uns jetzt gleich hier rechts, hier in diesem wasserreichen Gebiet herum. Hier rein. Und müssen dann hier einen Eingang finden. Hier sieht man eine Giant Crab. Enemy Crab. Eine Giant Enemy Crab. Theoretisch könnten wir ihren Weak Point attacken. For massive damage. Neige aber dazu, sie einfach zu ignorieren. Denn sie ist irgendwie ein bisschen gruselig. Und würde mich wahrscheinlich auch auslöschen. Mit allem, wofür ich stehe. Wut, Zorn und Verachtung. Oh nein, lass es. So, wir gehen dann hier fix runter. Hoffentlich werden wir nicht erwischt. Wir heilen uns mal. So, der erste ist gestorben. Prima gemacht. Na, super. Das ist mein Tod. That's just the way of things. Er kann schneller treten, als man schlagen kann, wie es scheint. Ich wollte versuchen, ihn anzugreifen, damit sich seine Ausdauer entleert und er dann einfach hops geht. Aber bedauerlicherweise war mir nicht bekannt, dass er schneller tritt, als man schlagen kann. Deswegen war mein Tod unausweichlich, wie mir scheint. Egal, wir sind relativ zügig wieder an demselben Punkt angelangt. Wir müssen uns ungefähr in die Richtung bewegen. Ich würde präferieren, die Giant Enemy Crab dort nicht. Ja, okay. Ich weiß exakt, wo ich bin. So, einer der beiden ist tot, interessanterweise. Ich weiß noch nicht, ob ich seinen Loot noch kriegen kann. Ich habe ihn jetzt pariert. Der Schaden, den ich mache, ist tatsächlich recht amtlich. Er versucht sich mit dem Wunder hier zu heilen. Gelingt ihm nicht. Das ist ganz knicken. So, okay. Ich krieg von ihm hier die Riesenkeule. Jetzt habe ich zwei. Eine ist hier in meinem Inventar, die andere ist in meiner Hose. Und hier haben wir ein Verbandengroßschwert. Das heißt, ich krieg das Item sogar hier noch. Auch wenn ich hops gegangen bin, wie dem auch sei. Heimatknochen bekommen, schön. Und ich meine, hier gab es. Ne, hier ist nichts, hier komme ich nicht weiter. Hier unten ist der Hut. Und der Bogen, ich glaube in der Richtung dort hinten. Ich möchte ganz gerne noch gucken, was das für ein Item hier war. Dort hinten liegt nämlich eins und hier ist auch noch eins. Was ist das? Seele, okay.
Dort komme ich nicht so ohne weiteres hin. Okay. Gut, dann gehen wir einfach runter und kümmern uns um unseren Loot. Loot, 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 Loot. Wir brauchen Geschick, das heißt, wir leveln gleich mal ein bisschen. Und des Weiteren, wir waren hier schon, ne? Nee, natürlich nicht. Ich bin ja hops gegangen. So, wie viel Zeit haben wir noch? Genug. Das heißt, wir leveln erstmal. So, wir sind da relativ zügig hier hingekommen. Jetzt muss ich nur drei riesige Waldmonster finden. Zwei von denen muss ich töten. Und dann habe ich den Bogen und den Hut. Was ich dann benutze als sonstige Kleidung, müssen wir sehen. Hey. You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Ritterin der Finstermond, des Finstermond-Eid. How may I be of service? Hallo, Simon. So, was können wir denn hier erreichen von dir? Bekommen. Hab 1000, so viel habe ich nicht. Erkläre dich gerne und dann Rüstungsset. Ja, das sind die Rüstungen von den Verbannten, diese beiden Petzek von eben. Alles andere sollte erstmal kein großes Thema sein. Ashen. Welcome Dann home, wird Miss. gelevelt. Very then take. Very well. Und zwar holen wir uns ein bisschen Geschick. 20 an der Zahl, ein bisschen Stärke holen wir uns auch. 12. Ausdauer brauchen wir. Farewell, Ashen One. Jo. So, das müsste theoretisch reichen für den Bogen. Ich weiß nicht, ob man mehr als 20 braucht. Werden wir ja gleich sehen. Ist ja kein Akt, ein paar Seelen zu kriegen, um hier ein bisschen zu leveln. Der Fares, ja, der Fares Langbogen, der schwarze Langbogen heißt er, glaube ich, fängt erst so richtig an zu glänzen, wenn man sehr viel Geschick hat. Das heißt, am Anfang bin ich wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben mit einem normalen Langbogen. Aber langfristig ist das auf jeden Fall ein Upgrade mit dem Ding. So, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich nach links oder nach rechts muss. Wir gehen mal nach rechts. Und ich hoffe, ich habe einen Dolch. Ich habe, glaube ich, einen. Ja. Okay. Genau, dafür brauche ich den. So, in dem Gebiet hier kann man nämlich nur sich langsam fortbewegen und wenn man rollt, hat man automatisch eine fette Rolle. Was man aber machen kann, ist, man kann die Waffenfähigkeit der Dolche nutzen und kann dann sehr, sehr schnell hier durch das Gebiet flitzen, wie man sehen kann. Wenn man keinen Mana mehr hat oder keine Fokuspunkte, diese blaue Leiste dort, kriegt man zwar keine Iframes während dieser Ausweichaktion, aber man kann sich immer noch schnell fortbewegen. Deswegen ist das immer eine lohnenswerte Angelegenheit hier. In Sümpfen und in Seen und so weiter. So, dort oben ist eine der Flammen. Gefährlich, gefährlich. Dort hinten sieht man eine der Monstrositäten, die wir besiegen müssen. Beziehungsweise die Art der Monstrosität. Reparaturpulver, schön. Oh, okay, alles klar. Was ist das? Goldene Schriftrolle. Okay. Ist da noch mehr? Hier ist eine Truhe. Ja, okay, cool. Wir haben ein Set bekommen und
eine Schriftrolle, eine Zauber- oder Wunderschriftrolle. Dann können wir weitere Techniken dann lernen, wenn wir den nötigen Meister gefunden haben. Das war mir nicht bekannt. Cool. Prima. Eine der Truhen war offen, interessanterweise. Ungewöhnlich. So, hier sehe ich nichts. Dort ist dieses riesige Waldmonster. Okay, hier haben wir das Tor. Hier müssen wir durch. Ja, okay, hier ist das Leuchtfeuer, prima. Dann können wir uns hier einiges an Weg sparen. Schön. Erfreulich. So, von hier aus müssen wir nach links, glaube ich. Nee, wir müssen hier nach rechts, oder? Hier müssten drei von diesen riesigen Kreaturen stehen. Nee, dann ist es links. Da ist eine riesige Krabbe. Eine Scherbe nehme ich gerne. Ja, hier raus. Stirb bitte. Das ist sehr gut gemacht. Ja, da hinten sind die drei. Okay. Da gehen wir nicht hin. Gut, das Sinnvollste wäre, die zu beschießen mit Pfeilen. Nehme ich an. Im Nahkampf will ich keinen von denen machen. Wo ich ihn hinlocken kann, damit er mich nicht im Nahkampf nehmen will. Jetzt. Okay, hier geht's vielleicht. Ja, jetzt müsste gehen. Oder auch nicht. Ich bin überrascht, dass er mir immer noch folgt. Okay, ich habe ihn. Prima, das hat funktioniert. Jetzt habe ich den Bogen. Den kann ich sogar nutzen. Ah, ist ein bisschen schlechter. Aber das liegt an dem geringeren Geschick. Dementsprechend würde es gleich funktionieren. Sehr schön. Prima. Das ist sehr gut. Hohe Spanngeschwindigkeit. Er ist ziemlich clever hier, überraschenderweise. Ich treffe ihn gar nicht. Okay, das war's. Nichts bekommen. Spezialfähigkeit ist ein Dreispann. Ja, genau, man feuert drei Pfeile gleichzeitig ab. Eher praktisch bei großen Viechern. Aber egal. Den Bogen haben wir, jetzt fehlt noch der Hut.
Adios.